Ja, hallo und willkommen bei Ken HD. Ja, heute zur zweiten Folge von unserem Neverwinter Let's Play. Und wir hatten beim letzten Mal ja den Charakter erstellt und sind hier an der Küste ja in das Spiel getreten. Und sollten jetzt hier mit Gefreiten Wildfried sprechen. Und und das machen wir doch. Ja, den Göttern sei Dank. Normalerweise spricht er das, aber jetzt hat er da gerade keine Lust zu. Ich habe keine Ahnung. So wie sich das da Drachenreich auf das Schiff gestürzt hat, habe ich schon befürchtet, dass es wohl niemand überlebt hat. Was bringt euch in solch unruhigen Zeiten nach Neverwinter? Ja, was bringt uns nach Neverwinter? Ich bin auf der Suche nach Abenteuern und Reichtum. Neverwinter ist meine Heimat, das stimmt ja tatsächlich. Was geht euch das an? Nö, der hat uns ja gerade noch zu Hilfe, ist er uns gerade noch geeilt. Und ich kann mich nicht erinnern. Ja, können wir uns ja eigentlich tatsächlich nicht. Das machen wir. Ja. Ein drachenletscher Angriff und fast zu ertrinken ist sicher ein ziemlicher Schock. Aber es wird euch schon wieder einfallen. Sucht derweil am besten am Strand nach etwas Ausrüstung. Die ganze Gegend wird von Velindras Untoten unsicher gemacht. Kommt den Hügel hinauf zum Lager, wenn ihr fertig seid. Dort gibt es ein warmes Feuer. Ihr werdet euch gleich wieder viel besser fühlen, wenn ihr erst einmal trocken seid. Ja, warmes Feuer klingt super. Danke, das werde ich tun. Der Questpfad führt zum nächsten Ziel. Genau, man hat hier immer unten diesen Glitzerpfad. Auf der Karte werden Wegpunkte angezeigt, die die Questziele kennzeichnen. Genau, und der führt uns dann immer zu diesen Wegpunkten, die hier so als Raute dargestellt werden. Und und das machen wir. Die Interaktion mit Charakteren und Objekten erfolgt über die F-Taste. Genau, normal über die F-Taste, aber wenn man die Tastaturbelegung geändert hat, tut er im Tooltip dann natürlich trotzdem, also die Sprache natürlich, die Originalbelegung sagen, und in meinem Fall ist jetzt Maustaste 4 und haben jetzt hier den Bogen erhalten. Drücke I, um das Inventar zu öffnen. Durch Doppelklick wird der entsprechende Gegenstand angelegt. Genau, er hat es schon gesagt. Inventar öffnen. Und was haben wir hier bekommen? Ein Lehrlingsmantel, ja. Legen wir an. So ein Rücken. Und mit dann der F2-Taste kann zwischen den Modi für Mauszeiger und Maussteuerung gewechselt werden. Genau. Das ist quasi die Questverfolgung zeigt aktuelle Questziele an. Genau, das ist hier quasi dieser Modi, und wir legen aber noch unseren Bogen an und ja, unsere erste Rüstung. Genau, hier vielleicht kurz zum Inventar. Man hat hier Inventarplätze am Anfang. Wie viel sind das? 2, 4, 6, 8, 10, 20, 2, 4, 6, 8, 30 Inventarplätze. Und kann die noch mit neuen Taschen, die kann man entweder im Zen-Markt kaufen oder im Auktionshaus gibt es, glaube ich, auch so kleinere Taschen. Es gibt auch noch ein paar für Questbelohnung. Genau, kann man hier sein Inventar noch einigermaßen erweitern. Und für das Geld gibt es hier ein eigenes Inventar. Dann gibt es einen für Schlüssel, dann gibt es einen für sämtliche Berufe, Mats und Berufe, ja, man kann hier alle Berufe quasi, können wir jetzt noch nicht mit Stufe 10, kann man hier erlernen. Und dafür braucht man jeweils immer Arbeiter, und selbst die haben hier ihren eigenen Platz. Dann gibt es einen Platz für Gefährten, also man hat eigene Gefährten hier im Charakter, in der Charakterübersicht. Hat man hier Gefährten. Es werden dann später noch mit 30 und mit 60, die Maximalstufe hier 70,
bekommt man noch zwei dazu. Hat hier immer ein paar Gefährten dabei und genau, und das ist der VIP-Bonus, den man sich über Geld kaufen kann, hat dann gewisse Vorteile hier. So, genau. Wir haben hier aber mit dem Charakter gar nichts und ja, und das ist auch gut so. Vielleicht hier noch mal kurz zur Übersicht. Ja, hier hat man seine Ausrüstung, wie man das so kennt, die man dann halt auch verbessern sollte. Genau, geht los hier mit Kopf, Brust, Arme, die Main Hand, die Offhand, die Füße. Dann gibt es einen Halsteil bzw. auch Rücken. Das kommt immer darauf an, was drin liegt. Das ist es dann. Dann eins, zwei Ringe. Dann gibt es den Gürtel. Dann gibt es noch Unterhemd und eine Hose. Und dann noch Artefakte. Eins davon kann man hier unten reinpacken als aktives Artefakt. Und noch drei weitere Artefakte, die dann die Passivwerte hier haben. Dann kann man hier seine Attribute erhöhen, das dann mit einzelnen Stufen jeweils immer 1 beziehungsweise bei gewissen Bereichen auch 2 Attribute auswählen. Das war jetzt eben Blödsinn. Man kann immer 2 Attribute auswählen, glaube ich. Und hier gibt es dann ab und zu immer alle einmal. Genau hier. In der Reihe gibt es immer alle und in der Reihe gibt es alle und hier kann man sich jeweils immer 2 aussuchen. Oder war es nur 1? Keine Ahnung, werden wir im Spiel sehen. Schon lange her, dass ich das letzte Mal gelevelt habe. Genau, hier steht die Geschichte, die kann man hier auch nochmal ändern. Das hatten wir ja bei der Charaktererstellung schon eingegeben, auch mit der Herkunft und so weiter. Das steht alles nochmal hier. Hier könnte man auch noch einen Titel festlegen, wenn man das will. Will ich jetzt aber nicht. Dann, obwohl hier gibt es einen von Neverwinter. Nö, will ich nicht. Dann gibt es hier die Kräfte, Talenteverteilung. Das, ja, da kommen wir dann aber im Laufe des Spiels noch dazu und sehen, wie das hier funktioniert. Dann gibt es hier die Talenteverteilung an sich. Also hier levelt man quasi die Attribute, die man dann hier zum Kämpfen hat, kann die dann auch hier entsprechend austauschen, weil man hat hier immer maximal 3 Begegnungskräfte, 2 tägliche Kräfte und was ist das hier? Genau, die 2 freien Kräfte, die auf der Maus liegen. Und das ist ja hier diese ja, klassenspezifische Kraft, ne? Genau, und die kann man sich dann hier quasi zusammenleveln, maximal 4 Punkte. Und genau, ach so, hier gibt es noch die Klassenmerkmale, 2 Stück. Das wird alles hier gemacht. Hier macht man sich quasi ja, die Talenteverteilung. Gibt es normale und Vorbildskräfte. Dann auch den Baum entsprechend. Hier hat man seine Segen. Das geht dann später über die Kampagnen. Kann man hier seine ganzen Segen ausbauen, die einen wiederum verstärken. Hier zum Beispiel von Ring des Grauens könnte man auswählen aus eure Kraft, Bewegungsrate werden jemals um 250 erhöht oder eure kritische Trefferwert, eure Bewegungsrate werden jeweils um 250 erhöht. Da muss man sich dann immer entscheiden. Aber das, da kommen wir im Laufe des Spiels noch dazu, dann die Gefährten, hatte ich schon gesagt, und die Reittiere, die man hier im Spiel hat. Genau, die werden dann hier reingepackt. Da muss ich direkt mal gucken, weil ich habe ja eigentlich meinen Tiger. Den habe ich mir irgendwann mal über den Zen-Markt gekauft. Und den müsste ich eigentlich. Den Winterwolf können wir anfordern. Warum auch immer, ich glaube, den gab es irgendwann mal gratis. Genau, und dann können wir uns hier das Erstkäuferpaket, das können wir nicht mehr, aber ich habe doch hier Reittiere. Genau, hier kann man Taschen zum Beispiel auch kaufen. Kostet alles ein bisschen was, aber ich habe doch mein Reittier, genau. Hier, mein Leopard. Genau, den habe ich mir damals geleistet. Das ist ein ja, lilanes Reittier mit 110% Geschwindigkeit.
Und den fordern wir hier auch an. Genau, und haben damit hier unser Reittier. Und jetzt muss ich direkt mal schauen, ob wir das ausrüsten können. Wo ist hier unser Inventar? Genau. Anlegen nicht möglich. Weil wir dafür, ich glaube, eine bestimmte Stufe brauchen. Brauchen wir für das Reittier eine bestimmte Stufe? Wahrscheinlich. Ah, Stufe 4 brauchen wir. Okay. Genau, und dann hat man hier noch über die Sammlung hier, kann man sich dann noch anschauen, was man denn schon alles gefunden hat. Und so eine Übersicht. Also das ist alles sehr, sehr umfangreich. Und ja, kommen wir im Laufe des Spiels dazu. So. Ja, kämpfen tun wir hier im Prinzip, indem man in die Richtung, also man muss hier kein Ziel anklicken oder so. Es ist aber auch kein Ego-Shooter in dem Sinne, also man muss den Gegner so quasi anvisieren und dann kämpft man hier in diesem Spiel. Lagerfeuer sind Ruhezonen, in denen sich nicht im Kampf befindliche Abenteurer heilen können. Genau, und haben jetzt hier quasi die Quest direkt bekommen. Hier sind immer so, keine Ahnung, wie man das sagen soll, so Eingangszonen jeweils zu den Quests und ja, hier ist so ein Lagerfeuer und wenn wir uns da reinstellen, regeneriert es unser Leben und das brauchen wir dann später auch, um hier unsere Götteranrufung zu machen, mit der kann man einmal ja, Erfahrungspunkte kriegen und ja, Steine, mit denen man dann später seine Waffen verbessert und. Aber da kommen wir im Laufe des Spiels noch drauf, ja. Genau, also Lagerfeuer, wenn man hier mal irgendwie sein Leben regenerieren muss. Zumindest am Anfang, wo man noch keine eigene Lebensregeneration hat, immer in ein Lagerfeuer stellen. So, genau. Und jetzt sollen wir ja mit dem Leutnant hier sprechen. Machen wir. Freut mich, euch zu treffen. Ja. Schön, dass es bei dem schrecklichen Angriff auch Überlebende gab. Kommt gerne zu mir, sobald ihr euch dazu in der Lage fühlt. Ihr habt sicher einige Fragen und könntet Hilfe gebrauchen. Ja. Auch wenn wir die Haupttruppen Belindras aufhalten konnten, sind die Kämpfe noch lange nicht vorbei. Das Schlachtfeld ist übersät mit umherstreunenden Untoten, die in den Kämpfen ihre Herren verloren haben. Noch schlimmer ist, dass der Feind unsere eigenen Toten wieder auferstehen lässt und gegen uns einsetzt. Akolyte Naemin führt ein Kelem-Vorritual aus, um die Gefallenen zur letzten Ruhe zu bitten. Das wird sicher einen Angriff provozieren. Ich muss hier bleiben und sicherstellen, dass das Ritual zu Ende gebracht werden kann. Könnt ihr derweil das Schlachtfeld nach Verwundeten durchkämmen und ihnen den Weg hierher zeigen? Begebt euch danach bitte ins Lager von Delmecourt und erstattet ihm einen Lagebericht. Ja, geht klar. Machen wir. Genau, diese, ja. Links klicken, um schnelles Schießen anzuwenden. Genau. Diese Bögen meine ich hier, ne? Wenn man da durchgeht, kommt man dann meistens in diesen Questbereich. Und man sieht es auf der Karte dann auch immer so blau dargestellt. Genau, ist recht gut gemacht. So, schnelles Schießen, genau. Wir müssen quasi schauen, dass wir hier den Gegner anvisieren. Und können dann schießen hier. Ja, das macht doch Spaß. Sind wir zu weit weg?
Genau. Und die hier, die müssen wir, den müssen wir helfen. Danke. Ja, bitte gern. Den müssen wir helfen. Und Hilfe! Das machen wir natürlich. Seid vorsichtig da draußen! Ich brauche einen. Bitte helft mir! Vorsichtig da draußen! Genau, jetzt haben wir diese drei Soldaten hier gerettet. Und wir sollen uns ja jetzt hier in dieses Lager begeben. Die Leertaste dient zum Springen. Genau. Der Stufenassistent zeigt die durch Aufsteigen neu zugänglichen Optionen an. Mitunter werden dabei auch wichtige Quests angekündigt. Ja, wir sind jetzt hier Stufe 2 geworden und können jetzt hier unten schauen, was wir hier bekommen haben. Und wir haben einen neuen Zauber bekommen. Genau, das ist dieser hier auf der rechten Maustaste. Und aktuell haben wir ja die schnellen Schüsse. Ihr schießt einen Hagel vom Pfeilen auf eure Gegner. Und haben jetzt bekommen die teilenden Schüsse. Ihr schießt eine Pfeilsalve auf eure Gegner, die umso mehr Schaden verursacht, je länger ihr fokussiert. Okay. Sehr cool, ist auf Maustaste 2 automatisch jetzt, weil hier nichts drin war. Und können wir schließen und sprechen hier mit Mac Core. Wir hatten Glück, dass wir Belindras Angriff zurückwerfen konnten. Genau. Nach der Schlacht abgeschlossen. Danke für die Hilfe mit unseren Verwundeten. Bei den ganzen Untoten, die sich hier herumtreiben, hätten sie sicher nicht mehr lange überlebt. Ich werde so schnell es irgend geht versuchen, Linkletter medizinische Versorgungsgüter und Verstärkungen zu schicken. Dummerweise haben wir hier selber auch genug Probleme. Okay, Quest abschließen. Wir hatten Glück, dass wir Valindras Angriff zurückwerfen konnten. Beschädigte Pfeile. Leider habe ich eine schreckliche Aufgabe für euch. Wir haben zwar Belindras Hauptarmee vertreiben können, aber ihre roten Magier machen uns immer noch mit auferstandenen Toten zu schaffen. Gefreiter Horthoden und seine Bogenschützen versuchen, sie in Schach zu halten, aber ihnen geht die Munition aus. Ihr müsst das Schlachtfeld nach Pfeilen absuchen und sie auch Toten abnehmen. Bringt, was ihr finden könnt, zu Horthoden. Okay, ja, wenn wir die Pfeile brauchen, dann machen wir das doch. Dann rechtsklicken, um teilender Schuss anzuwenden. Genau, umso länger man das kanalisiert, das heißt, wir bleiben auf der Maus, ja, bis das hier so zusammengeht, und dann lassen wir sie los und können auch so machen, ne? Also genau, und sollen hier ja die Pfeile holen. So, den haben wir im Video gesehen hier, ne? Das war der Magier. Sofern ich es vermag, beantworte ich eure Fragen. Aber bitte stört mich nicht in meiner Konzentration. Velindra hatte beim Angriff auf Neverwinter einen Drachenlich unter ihrer Kontrolle. Erst griff er nur die Schiffe im Hafen an, aber dann stürzte er sich direkt auf die Stadt. Meine Freunde und ich halfen Feldwebel Nox bei der Verteidigung der Mauern, als er zuschlug. Es gab eine wilde Auseinandersetzung, aber schließlich konnten wir ihn besiegen. Ja, was macht ihr hier? Keine Ahnung, wie Velindra an einen Drachenlich gekommen ist. Vielleicht ist sie mit dem Kult des Drachens im Bunde. Wichtig ist erst einmal, dass wir das Viech unschädlich gemacht haben. Wenn ein Drachenlich getötet wird, kehrt sein Geist in ein spezielles Phylakterium zurück. Von dort aus kann er den Körper eines anderen Drachen übernehmen und wiedergeboren werden. Der Geist dieses Drachenlichs ist noch nicht entwichen. Ich versuche, ihn hier festzuhalten.
Wenn ihm die Rückkehr in das Phylakterion verwirrt wird, können wir ihn vernichten und Velindra einen mächtigen Verbündeten rauben. Okay, dann ja, viel Glück. Und wir machen hier mal mit unserer Aufgabe weiter, diese Pfeile hier zu holen. Achso, das hatten wir schon. Wir sollen ja hier 9 Pfeile besorgen. Ja, der Schuss, der haut ganz schön rein. Gefällt mir. Das One-Hit. So, haben wir die Pfeile und bringen die mal in diesen Stützpunkt hier. Ja, geben wir die hier ab. Und jetzt können die wieder Gas geben. Was auch immer die abschießen. Ja, jetzt wieder alle. Wir müssen die Magier zurückdrängen. Ja. Beschädigte Pfeile abgeschlossen. Danke für eure Hilfe. Zwar wurden die roten Magier nicht endgültig vertrieben, aber so müssen sie sich erst einmal eine Weile bedeckt halten. Genau, 10 Erfahrungspunkte, 4 Kupfer, Quest abschließen. Und Stufe 3 geworden. Genau, Brücke des, was? Schlafenden Drachen. Horden von Untoten greifen Neverwinter an. Sie strömen aus Burg Never und über die Brücke des schlafenden Drachen. Wenn die Brücke fällt, ist das Herz unserer Stadt, die Protectors Enclave, ihnen schutzlos ausgeliefert. Ich muss mich hier um die roten Magier kümmern. Bitte helft ihr den Verteidigern auf der Brücke. Vernichtet die untoten Soldaten am Tor nördlich von uns, dann können wir es öffnen. Gefreiter Wilfred kann euch in die Stadt bringen und den Weg zur Brücke zeigen. Aber Vorsicht, diese Untoten sind aggressiver als eure bisherigen Feinde. Möge Tempest euch Kraft verleihen. Okay, machen wir doch. Und dafür kriegen wir dann auch, wenn wir das fertig haben, hier einen besseren Bogen. Der hat dann schon ein paar Attribute wie plus Schaden oder mehr Schaden halt, ist kein Attribut, aber der hat dann hier 15 Kraft schon mal drauf. Nehmen wir an. Ja, und haben ja hier Level 3 erreicht. Das heißt, wir haben hier eine zusätzliche Kraft bekommen, und zwar ist das eine Begegnungskraft, von denen können wir hier 3 reinhaben. Und also die ersten fünf Sachen hier, die kriegen wir automatisch, ne? Da können wir nicht sagen, ich will das. Später können wir dann wirklich hierher gehen und sagen, ich level hier Punkte rein oder ich nehme das und so weiter. Aber die ersten, die gibt es automatisch, und hier haben wir bekommen, ihr springt 50 Fuß zurück und feuert dabei in rascher Folge 3 Pfeile ab. Ja, das Ganze hat 14 Sekunden Ablenkzeit. Und ich denke, das ist doch eine coole Sache, so ein Rückzug. Den kann man natürlich super gebrauchen. So, und das können wir ja mal ausprobieren gleich hier. Den ersten Gegner finden. Drücken Sie Q, um mit Flucht des Plünderers den Feinden auszuweichen und Distanz zu schaffen. Genau, hat das auch nochmal gesagt. Und wir drücken hier zack. Ja, und machen hier quasi ein Rückwärtssalto. Wir haben jetzt allerdings nicht wirklich Schaden gemacht hier. Kann ich ja gleich nochmal ausprobieren. Und jetzt hier zack. Ja, macht nicht so viel Schaden, aber wir machen einen Rückzug und können uns hier vielleicht aus brenzlichen Situationen retten. So, hier oben steht der gefreite Wilfried. Genau, den hatten wir schon am Hafen gesehen, und der hat ja gesagt, er wartet hier am Tor
der Stadt auf uns und ja, sprechen wir ihn doch mal an, oder? Ach, hallo. Ihr wird schon wesentlich frischer als unten am Strand. Hab doch gesagt, ein warmes Feuer wird euch gut tun. Oder wie meine Mutter immer zu sagen pflegte, warme Kleidung bringt ein warmes Herz. Ihr habt genug Skelette aus dem Weg geräumt, sodass wir es durch das Tor schaffen sollten. Linkletter hat mir einige Heiltränke für euch gegeben. Ihr werdet sie vielleicht auf der Brücke brauchen. Ja, danke für die Heiltränke und wir sollten uns beeilen. Genau, jetzt haben wir ein paar Heiltränke bekommen. Und die sind jetzt hier ausgerüstet, also die muss man nicht im Inventar haben. Die kann man dann hier in diese Plätze, die sind frei füllbar mit Sachen, die halt verwendet werden können. Und jetzt haben wir hier so ein paar Heiltränke bekommen. Die machen uns 368 Trefferpunkte wieder wett und ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Wir haben 460. Das ist schon recht ordentlich für einen Heiltrank. Genau, und jetzt sollen wir hier quasi ja, die Brücke betreten. Durch Linksklick auf einen Ort kann dorthin gereist werden. Genau, das ist die Karte hier und die wird natürlich noch im Laufe der Zeit gefüllt mit verschiedenen Orten und dann gibt es auch nochmal hier und hier eine extra Karte, die dann wieder einzelne Unterkarten beinhaltet. Genau. Ja, und das hier ist im Prinzip die Stadt, die Protectors Enclave, dann ringsrum mit ihren einzelnen Unterkarten wieder, aber das werden wir alles sehen. Wir müssen jetzt hier hin, wird gekennzeichnet auch durch dieses gelbe Quest-Icon. Wir sollen die Brücke betreten und das ist jetzt auch aktuell nur ein temporärer Punkt. Der wird jetzt nur für diese Quest ist die jetzt da, die wird später hier nicht mehr da sein. Genau, wollen wir hinreisen. Sie stecken in Schwierigkeiten, wir müssen ihnen helfen. Ja, geht klar. Drücken Sie zweimal in eine beliebige Richtung, um Angriffen von Feinden auszuweichen. Sie können nicht abrollen, wenn Ihre Ausdauer zu niedrig ist. Ja, hat es uns doch schon hier geholfen, dieses Ausweichen. Das nimmt gar kein Ende! Das ist ganz cool. Genau, so länger man das hier gedrückt hält, umso heftiger wird der Schuss. Der hält schon auch mal was aus, also man muss nicht unbedingt immer gleich den Rückzug machen. Man kann ja auch mal ein bisschen stehen bleiben. Was bei den neuen Höllen ist das? Ja, Level 4 erreicht und wir können nun Reittiere benutzen. Drücke L1 und die Quadrattaste, um Erdbebenschuss einzusetzen und dabei einen erschütternden Schuss in den Boden zu feuern, der Gegner heranzieht und ihnen Schaden zufügt. Okay, das klingt doch super und wir haben ja auch unser erstes Loot bekommen, nochmal zwei Heiltränke. Ihre tägliche Kraft kann aktiviert werden, wenn ihre Aktionspunkte voll sind. Genau, das ist jetzt hier die tägliche Kraft und die können wir machen, wenn hier unser Balken voll ist und der wird voll, indem wir halt kämpfen.
Genau, und wir haben ja auch noch eine Klassenkraft bekommen. Das ist diese hier, Aspekt des Falken. Wir schauen uns das gleich mal an. Aspekt des Falken, die Reichweite eurer Fernkampfkräfte wird um 3 Fuß erhöht und sie verursacht abhängig von eurer Entfernung zum Ziel zusätzlichen Schaden. 1% mehr Schaden für jede 5 Fuß Entfernung. Das heißt, umso weiter wir wegstehen, umso mehr Schaden machen wir. Das ist doch cool. Und Erdbebenschuss, ihr feuert einen erschütterten Stoß in den Boden, der eine Schockwelle hervorruft, die Gegner heranzieht und ihnen Schaden zufügt. Genau. Verbraucht 100% eure Auktionspunkte. Aktionspunkte, nicht Auktionspunkte. Genau, hat 80 Fuß Reichweite, ist richtig cool. Gefällt mir. Und ja, ist jetzt auch automatisch wieder ausgerüstet, weil wie gesagt, das sind so diese ersten Fähigkeiten, die man hier bekommt. Das ist cool. So, und jetzt haben wir hier noch ein Reittier. Genau, das, die können wir im Prinzip ja lernen, sage ich jetzt mal. Und ist der Leopard. Den gibt es wie gesagt im Zen-Markt. Ich weiß nicht, was er gekostet hat. Es war damals, glaube ich, so eine Aktion und da habe ich den günstiger bekommen. Da muss man wieder mal schauen. Es gibt auch immer wieder mal neue Reittiere. Man kann ja auch Reittiere in-game natürlich finden. Die sind dann ein bisschen langsamer, wie zum Beispiel dieser Wolf hier. Die haben nur 50%. Aber man kann ja auch epische Reittiere und so weiter aus Truhen bekommen. Wobei diesen Schlüssel muss man sich, glaube ich, auch kaufen. Ich weiß gar nicht, ob es den so gibt. Hab schon lange hier nicht mehr gespielt, muss ich auch dazu sagen. Genau, werden wir aber auch alles im Laufe des Spiels rausfinden. Und wenn wir diesen ausgerüstet haben, haben wir eine schnellere Erholung. Ja, wir bekommen 2000 Erholung. Und ja, das ist das Attribut, was dieses Mount noch mit sich bringt. Und hier können wir die Ausrüstungskraft noch ändern und da nehmen wir hier die Erholung, tun wir rein und haben jetzt hier automatisch ja 2000 Erholung mehr. Genau, das können wir auch noch lernen. Und das jetzt hier in unserem Stall und dem Tierchen selbst können wir hier auch noch Insignien reinpacken, dass es dann noch gewisse Attribute bekommt und so weiter. Aber das kommt alles noch später im Spiel hier auf uns zu. So, wir haben gerade mal gucken. Erholung heißt ja, genau, wir haben jetzt 2008 Erholung, nur weil wir das Mount anhaben und das erhöht die wieder auf, also das Tempo, wie schnell hier unsere Aktionspunkte hier, diese gelben, wieder voll werden. Und das ist natürlich super, weil immer wenn die voll sind, können wir hier diese tägliche Kraft einsetzen und die ist meistens sehr, sehr mächtig. So, lele. Und dann machen wir hier mal noch die Ads weg hier. Das Torhaus! Wir schaffen es! Ja. Alindra! Ja, auch Velindra haben wir ja gesehen. Sie hatte ja diesen Drachen da beschworen und ja, hat jetzt hier unserem Wilfried ein bisschen zugesetzt. Man hat da hinten diesen Vorboten. Also ich muss sagen, der macht echt brutal Schaden. Also wenn das so bleibt, das ist ja echt heftig. Also mit dem Schurke habe ich den nicht hier gewonnen hätte. Okay, genau, den Vorboten. Und wir probieren doch gleich mal unsere tägliche Kraft aus, oder? Und sagen hier... Zack, okay. Also so viel Schaden macht sie dann doch nicht. Okay.
Aktionspunkte sind wieder voll. Und man kann hier ausweichen, indem man quasi. Heute kann mit der F-Taste aufgehoben werden. Indem man sich quasi nach vorn bewegt über diese Ausdauer hier, ne, diese Ausdauergeschichte, und ja, kann da meistens 2-3 Mal so nach vorn sliden. Bei jeder Klasse sieht das immer ein bisschen anders aus. Genau, haben jetzt hier ein bisschen was bekommen, und zwar haben wir bekommen ja ein paar Stiefel, und die sind nicht identifiziert, und dafür gibt es hier diese Identifikationsrollen. Man klickt da quasi doppelt drauf, bis die hier bis man an der Maus hier so ein Ding hat, kann dann hiermit diesen Gegenstand identifizieren. Man sieht dann, es sind Stiefel. Die sind super, sind besser wie unsere, haben 3 Verteidigungen drauf, und die ziehen wir natürlich auch gleich an. Und die haben wir noch ein bisschen Schrott. Den können wir verkaufen, und diese Truhe, die wird uns mit Stufe 5, sind da so 2-3 Sachen drin, die wir eventuell gebrauchen können. Ja, wir stehen jetzt hier vor den Toren der Protectors Enclave, unserer Stadt. Genau, aber Wilfried ist ja hier quasi zur Seite geschleudert worden. Es tut mir leid, ich hätte vorsichtiger sein sollen. Aber ich konnte nur noch an all die Freunde denken, die sie auf dem Gewissen hat. Berichtet Feldwebel Nox, was passiert ist. Bittet ihn, nach meiner Mutter zu sehen. Okay, wir sollen also hier Feldwebel Nox sagen, was hier passiert ist, und ja, haltet durch, Wilfried, ich hole Hilfe. Ihr müsst sie aufhalten. Lord Never Ember ist kein Heiliger, aber diese Alternative ist wesentlich schlimmer. Wenn Never Ember fällt, herrscht Velindra über Never Winter. Sucht nach Feldwebel Nox. Er ist einer von Never Embers Wachen. Einer der Guten. Ihr müsst Velindra. Ja, es tut mir leid, Wilfried. Ja, und so beginnt unsere Geschichte hier. Hallo, Abenteurer. Ich bin Feldwebel Nox. Die Stadt ist euch zu großem Dank verpflichtet. Bitte folgt mir. Viele der Einwohner möchten euch persönlich danken. Folgt. Wir haben heute viele gute Leute verloren. Und die Tatsache, dass der Vorbote so nah an der Mauer erschienen ist, stellt die Sicherheit der Protectors Enclave in Frage. Ihr müsst den Großteil eurer Habe verloren haben, als euer Schiff von dem Drachenlich angegriffen wurde. Sprecht mit Versorgungsfeldwebel Quinn. Er wird euch mit dem Notwendigsten ausstatten. Okay, das ist neu. Das kenne ich nicht. Das haben sie irgendwann eingeführt erst. Normalerweise kommt man hier an und muss da hinlaufen. Aber das finde ich cool, dass der Feldwebel Knox einen hier abholt. Ja, sprechen wir mal mit ihm. Unterstützt eure Mitbürger. Spende. Hallo Kane HD. Ich danke euch, dass ihr die Stadt schützt. Ich habe von den Ereignissen auf der Brücke gehört. Und auch, dass ihr den Vorboten aufgehalten habt. Wir stehen alle in eurer Schuld. Nox hat mich gebeten, euch neue Kleidung zu geben. Ich habe leider nichts Ausgefallenes. Aber immerhin halten sie warm. Werft einmal einen Blick in die Truhe. Okay. Genau, diese Truhe, die ist auch immer dann quasi die Endbelohnung. Wenn man eine Quest macht, steht da meistens hier
am Ende so eine Truhe. Da schauen wir noch mal rein. Genau, eine einfache Lederhose und eine Lena-Tunika. Lord Neverember hat mich mit der Verteidigung der Stadt beauftragt. Als Teil dieses Auftrags heure ich Abenteurer wie euch an, um Bedrohungen zu beseitigen, bevor sie die Tore der Stadt erreichen. In der Truhe hinter mir findet ihr eine Belohnung für das, was ihr heute vollbracht habt. Ja, danke schön. Genau, das hier ist dieser Bogen von der Quest, ne? Ich habe mehr Arbeit für euch, sofern ihr daran interessiert seid. Genau, und hier steht er quasi immer und gibt uns unsere Aufträge. Das finde ich auch recht cool, weil man muss hier nicht immer suchen und wo ist die nächste Quest und bla. Man geht hier hin, holt sich einen Auftrag, macht die Quest fertig, geht wieder hin, gibt den ganzen Quatsch ab und so weiter. Also es ist recht cool gemacht, recht ja, benutzerfreundlich und ich würde sagen, die Sendung ist schon wieder viel zu lange geworden, 41 Minuten. Das ist ja eigentlich 11 Minuten zu viel. Weil ich will diese Folgen immer so ja bei 30 Minuten halten ungefähr. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das hier gefallen hat. Schreibt eure Kommentare in die Kommentarbox. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Dann verpasst ihr hier auch keine Folge mehr. Und ich sage dann mal Tschüss und Bye Bye. Bis zur nächsten Folge.